Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 20. Juli, dem Mittwoch. Ich grüße wieder an dieser Stelle Christian Kämmerer am Start und wir wollen natürlich wieder auf den Markt schauen und heute uns ein Stück weit exotisch bewegen, speziell hier im Kontext mit dem Australdollar. Zwei Währungspaare betrachten, Sie sehen es ja an der Headline oder haben es schon gesehen, Euro-Australdollar im Thema und dann Britisch-Pfund-Australdollar, der hier im Sinne eines saisonalen Setups ganz interessant daherkommt. Doch jetzt hier zunächst mal auf den Euro gegenüber dem Australdollar. Der Euro ja unlängst auch schwach gewesen und hier auch die Tendenz, dass das so bleiben könnte. Euro-US-Dollar als Major-Paar hier doch in Richtung 1,08 unterwegs. Mal kurz hier der Blick auf den Stream Euro-US-Dollar-Chart, den wir hier praktisch immer fortwährend haben. Sie sehen hier die Strukturen und ja, mit Aufgabe dieses Levels von 1,1030, dieses Support-Levels, kann man schon sagen, und jetzt der heutigen Unterschreitung von 1,10, sieht schon ein Stück weit kritisch aus. Würde mich schon arg wundern, wenn wir jetzt hier wieder stark reverseln, aber am Donnerstag EZB-Sitzung, da kann natürlich viel passieren im Sinne eines Rebounds, aber grundsätzlich sieht das jetzt technisch eigentlich erstmal nach weiterfallenden Preisen aus. Man darf gespannt sein, was die EZB da zelebriert. Letztlich hatten wir Euro-Australdollar auch im Devisenradar schon hier im Juli mal gecovert, beziehungsweise Ende Juni, Anfang Juli. Und ja, Sie sehen hier diesen Tendenzpfeil, das war das präferierte Szenario unterhalb von 1,50, Schrägstrich insbesondere unterhalb dieses Levels hier, dieses 50er Fibonacci Retracement Levels, wurde im Prinzip eine fallende Tendenz präferiert, ja, und so geschehen hier von 1,49 in Richtung 1,45, gute 400 Pips ging es hier nach unten und seither stabilisiert sich das Währungspaar wieder einmal und das ist schön zu sehen hier, 2015 im Dezember, dann hier nochmal im März 2016, das Ganze nochmal im April diesen Jahres und jetzt hier eben jüngst im Juli, haben wir hier im Bereich 1,45 eine ganz klare Supportzone, unwiderruflich definierbar. Und der Punkt ist, oberhalb dieses Levels besitzt der Euro gegenüber dem Australdollar hier Potenzial nach oben anzusteigen. Und dieses Potenzial wird hier auch im 240-Minuten-Chart, also im 4-Stunden-Chart, kurzfristig auch weiter bestätigt, sodass sogar Preise bis 1,49 anhand der FTSE-Vektorlogik hier prognostiziert praktisch dieser Preisverlauf aufgrund historischer Preisdaten inklusive gewisser Pattern-Abfolgen skizziert sich hier praktisch ein automatischer visueller Vorlauf der Tendenz britisch Pfund Australdollar hier nicht ganz so bullisch, aber das werden wir gleich nochmal auflösen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Grundsätzlich hier aber die Tendenz, dass der Euro gegenüber dem Australdollar durchaus weiter nach oben anziehen kann. Und das hat er ja, wie gesagt, schon eingeleitet und es deutet sich hier tatsächlich ein Lauf bis 1,49 an. Also zumindest die technische Chance besteht sehr gut, dass wir hier einen Anstieg in dieses Level sehen. Und dann, ja, das ist die große Gretchenfrage, ob er dann hier abkippt, aber grundsätzlich kurzfristig Potenzial bis in diese Richtung gegeben. Wir haben hier auch ein Support-Level bzw. ein jetziges Widerstandslevel, was ich jetzt hier nochmal so ein Stück weit eben in Rot tauche, um sozusagen hier das Ganze zu symbolisieren. Man sieht hier die Eckpunkte der Price Action, ist ein interessantes Level und bei 1,49 könnte sich theoretisch auch schon wieder eine Umkehr einstellen, die den Preis dann wieder nach unten führt und gegebenenfalls hier zu einem nächsten Test dieser Unterstützung führt. Also das will ich nicht ausschließen. Grundsätzlich hier aber die Situation kurzfristiges Erholungspotenzial gegeben, um dann eben hier möglicherweise direkt wieder nach unten abzudrehen. Aber es sieht, wie gesagt, technisch schon mal ganz gut aus. Im Ausdehnungsfall, da müsste der Euro aber tendenziell sehr, sehr stark anziehen, könnte man sich auch dieses noch vorstellen. Scheint aber aus meinem derzeitigen Blickwinkel auf den Chart heraus weniger wahrscheinlich. Hier, wie gesagt, eher die Chance, dass der Markt sich dann entsprechend dreht. Deswegen machen wir hier mal ein rotes Pfeilchen draus und signalisieren hier im Prinzip eine mögliche Preisschwäche. So, jetzt haben wir den Pfeil rot. Das, wie gesagt, sieht eher so aus, als würde hier dann Schluss mit lustig sein. Aber vom Setting her, wie gesagt, sehr, sehr interessant, weil wir hier eben ein starkes Support-Level haben und wer den mag, kann dann hier durchaus versuchen, wenn man jetzt auch die Fibonacci-Levels dreht praktisch, hätten wir hier das 38,2 praktisch hier direkt wieder einen möglichen Short zu starten. Kurzfristig bleibt es aber, wie gesagt, bei Long, das sieht gut aus. Im großen Bild gibt es hier auch gar nicht so viel zu interpretieren. Diese Stauzone hier wird gerade versucht zurückzuerobern. 1,49 hier im Intraday-Bereich oder besser gesagt gerade auf Tagesbasis gut zu sehen. Hier im Chart auf Wochenbasis gar nicht so signifikant klar. Grundsätzlich aber
die aktuelle Handelswoche und es sieht eben auch hier tatsächlich nach einem Erholungsmove aus und 1,49 scheint hier ein kurzfristiges Mindestziel zu sein. Ob es dann direkt wieder dreht, muss man dann in der Situation selbst bewerten, aber interessant ist es auf jeden Fall. Gehen wir jetzt mal zum britischen Pfund gegenüber dem Australdollar. Sie sehen hier, ja, Brexit-Event, keine Frage. Hier gab es derbe Prügel, schon im Vorfeld ging es ganz, ganz stringent nach unten und ich muss mich nochmal rausstauchen aus dem Chart. Wir sehen hier ein Level 1,73,50 und hier 1,72,15. Das waren hier Niveaus aus 2014, wo der Preis sich letztlich mehr oder weniger stabilisiert hat und jetzt eben auch versucht, hier ein Stück weit nach oben anzuziehen. Das Momentum ist ja auf dem Wege ins Positive und da findet sich jetzt hier ein Pattern, dass ich Ihnen jetzt mal hier zeige, und zwar beginnend mit dem heutigen Schlusspreis bis zum 25.08. Also wir haben hier 45 Trading-Tage und 37 Kalendertage, da haben wir sie, hat sich hier eine durchschnittliche Performance ergeben, die sich hier einmal in den einzelnen Jahren wie folgt darstellt, und es gab im Prinzip 12 Erscheinungen, wo 9 als Treffer endeten und praktisch 3 als Verlierer. Die Verlierer sehen Sie jetzt hier, lassen Sie sich nicht durch die Profit-Summen hier beeinflussen, aber letztlich sehen Sie die Verlierer hier und im Kontext dessen die Gewinner, was eine Trefferquote von eben hier 75% ermittelt. Der durchschnittliche Profit lag hier bei 378 Pips während dieser Zeit. Sie sehen, zwischenzeitlich gab es hier noch wesentlich höhere Spikes, aber im Bereich 378 Pips sollte man durchaus mal drüber nachdenken, Teilgewinne mitzunehmen. Wir hatten auch hier schon eine enorme Performance, die sich hier in den Bereich von knapp 1000 Pips ereignete. Das ist natürlich eine exorbitante Performance, aber das muss man, wie gesagt, immer im Kontext dessen halten, dass es natürlich auch Extreme nach unten gab. Sie sehen hier, im Jahr 2009 gab es hier da entsprechend auch einen entsprechenden Tiefschlag. Gut, grundsätzlich aber die Equity reinbezogen auf Trading Setups oder Settings im Sinne eines Long-Engagements bullish von 20.7 bis 25.8 eben genau so. Es ist keine geradlinige Kurve nach oben. Es gibt immer einzelne Verlustjahre. Das letzte lag im Jahr 2014. Ob es dieses Jahr ein Plusjahr wird, darf man mal gespannt beobachten. Aber rein statistisch, saisonal betrachtet, ist es hier ein gutes Setup, während der letzten 12 Jahre mit einer Trefferquote von 75% daherzukommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es eben hier hochgeht, wird im Prinzip auch von der Saisonalität im Sinne des Support 1,7250 getragen und es könnte hier durchaus eben eine Erholungsbewegung geben, die ich jetzt auch mal hier einzeichne. 378 Pip wären im Prinzip hier so eine kleine Bewegung rund mal gemacht. Also noch nicht mal eine große Geschichte in dem Zusammenhang und eigentlich auch gut erreichbar. Gerade wenn wir das Ganze dann ausdehnen bis auf den 25.08. haben wir hier noch viel, viel mehr Spielraum. Schauen Sie das an. Diese Zeitspanne reicht im Prinzip aus, um diesen möglichen saisonalen Profit einzufahren. Je früher, desto besser. Nach unten sollte es natürlich tunlichst nicht mehr deutlich gehen. Das Währungspaar Britisch Pfund Australdollar natürlich wegen dem Brexit-Effekt und generell als Währungspaar hier mit deutlich über 200-300 Pips am Start pro Tag. Da muss man sich auf jeden Fall ein Stück weit was einstellen oder darauf einstellen, dass das Währungspaar sehr volatil werden kann. Es sollte aber auf keinen Fall hier nochmal deutlich unter 1,7250 gehen. Wenn dies geschieht, wäre das sicherlich ein Bias, der hier dann ein Stück weit das Setup kaputt macht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, eine ganz, ganz interessante Konstellation und insofern der Hinweis heute für Sie mal auf dieses Währungspaar zu schauen. Euro-Australdoll aber natürlich nicht minder spannend. So, dann liebe Zuschauer, das wäre es praktisch schon gewesen für den heutigen Devisenradar. Am Nachmittag gibt es natürlich das Webinar zur Sendung. Da werden wir uns noch ein Stück weit mehr Währungspaare anschauen, die interessant daherkommen. Und ansonsten morgen das Live-Trading. Nicht vergessen, mit Heiko Behrendt, 8.45 Uhr geht's los. Ich sage erstmal bis dahin, danke fürs Dabeisein. Wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.